Das nächste Tennisass ist mit Corona infiziert. Der LASK-Punkteabzug wird reduziert. Und Sky Deutschland überträgt ab nächstem Jahr die Formel 1. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at Sportstudio. Die Adria-Tour des Serben Novak Djokovic gerät in ein immer schieferes Licht. Nachdem das Sicherheitskonzept der Veranstaltung schon während der Turniere wegen des nicht eingehaltenen Sicherheitsabstandes kritisiert wurde, teilte Grigor Dimitrov vergangenen Sonntag mit, dass er positiv auf Covid-19 getestet wurde. Gestern wurde nun bekannt, dass auch ein weiteres Tennisass positiv getestet wurde. Der Kroate Borna Koric teilte gestern via Twitter mit, dass auch er mit dem Coronavirus infiziert ist. Neben den zwei Spielern wurden auch ein Trainer und ein Fitnessbetreuer positiv getestet. Dominic Thiem, der auch Teil der Adria-Tour war, konnte seit der Rückreise aus Belgrad schon 3 negative Coronavirus-Tests vorweisen. Wie es um das Turnier des Weltranglisten-Dritten namens Team 7 aussieht, das ab 7. Juli ins Kitzbühel stattfinden soll, ist noch nicht bekannt. Auch Dimitrov und Koric hätten Teil der Veranstaltung in Kitzbühel sein sollen. Heute startet die österreichische Bundesliga in die 29. Runde. Um 18.30 Uhr beginnen die Spiele in der Qualifikationsgruppe zwischen Flyer Alarm Admira und Austria Wien. Der SCA Altach empfängt den SV Mattersburg und um 20.30 Uhr trifft im Abstiegsduell der SKN St. Pölten auf die WSG Tirol. Während die Austria und Altach schon für die Playoff-Spiele planen können, müssen die restlichen 4 Mannschaften vor dem Abstieg zittern. Mattersburg, St. Pölten, Admira und Tirol trennen 4 Runden vor Schluss nur 4 Punkte. Morgen Abend startet um 20.30 Uhr das Spitzenspiel der Runde. SK Rapid spielt in Hütteldorf gegen Red Bull Salzburg. Für die Wiener ist es die wohl letzte Chance, die Bullen noch einzuholen. Die Ergebnisse der 29. Runde können Sie wie immer im KRONE.at Live-Ticker mitverfolgen. Der LASK hat nach dem Strafurteil vom Senat 1 gestern auf dem grünen Tisch 2 Punkte zurückerhalten. Das Protestkomitee der Bundesliga reduzierte den Punkteabzug wegen der verbotenen Mannschaftstrainings während der Corona-Pause von 6 auf 4 Zähler. Die Stahlstädter liegen somit in der Tabelle nur noch 2 Punkte hinter Rapid und 8 Punkte hinter Red Bull Salzburg. Die Geldstrafe von 75.000 Euro bleibt bestehen. Der LASK kündigte gestern Abend an, auch gegen das nun mildere Urteil der Bundesliga vorgehen zu wollen. Die Linzer teilten mit, dass die Entscheidung des Protestkomitees von ihrer Seite nicht angenommen wird. Das bedeutet, dass die LASKer Gebrauch von ihrem Recht machen, nun vor das neutrale Schiedsgericht zu gehen. In der englischen Premier League siegt gestern Manchester City gegen Burnley mit einem klaren 5:0. Die Tore dabei erzielen zweimal Foden, zweimal Mahrez und für das 4:0 in der 51. Minute sorgt David Silva. Das Team von Pep Guardiola festigt damit den 2. Platz in der Tabelle und zögert damit die Titelparty von Liverpool weiter hinaus. Es geht Schlag auf Schlag im englischen Fußball. Heute startet die Premier League schon wieder in die 31. Runde. Auch in der letzten Liga der 4 Fußball-Top-Ligen Europas rollt der Ball endlich wieder. Vergangenes Wochenende nimmt die italienische Serie A den Spielbetrieb nach der Corona-Pause wieder auf. Nach der Niederlage von Juventus Turin im Cupfinale gegen Napoli startet die alte Dame gestern mit einem Sieg zurück in die Meisterschaft. Das Spiel endet mit 2:0. Die Tore schießen dabei Superstar Cristiano Ronaldo und Dybala. Der italienische Rekordmeister verteidigt damit die Tabellenführung in der Serie A. Nachdem der deutsche Privatsender RTL am Sonntag angekündigt hat, dass die Formel 1 nach 30 Jahren aus finanziellen Gründen nicht mehr übertragen wird, wissen wir nun, wo es die Königsklasse des Motorsports ab nächstem Jahr im deutschen Fernsehen zu sehen gibt. Gestern wurde mitgeteilt, dass sich die Formel 1 und der Pay-TV-Anbieter Sky Deutschland auf eine mehrjährige Partnerschaft geeinigt haben. Der Sender muss 4 Rennen frei zugänglich machen. Zudem wird es nach jedem Rennen auf dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD eine 30-minütige Highlight-Show geben. Über den Kaufpreis oder die Laufzeit des Vertrags wurden keine genaueren Angaben gemacht. Wer in Österreich ab 2021 die Formel 1 überträgt, ist noch offen. In der Pole Position steht der ORF, angeblich ist aber auch Servus TV interessiert. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen und sonnigen Dienstag und wir sehen uns morgen wieder im KRONE.at Sportstudio.